Zoppo, das ist so schön, mit dir heute noch durch unser Wichteldorf zu gehen. So sieht man auch mal wieder was anderes, sonst sehen wir ja immer nur das, was auf unserer Lichtung vor sich geht. Das ist zwar auch schön, aber es tut auch mal gut, die anderen Wichtel und das bunte Treiben hier zu sehen. Findest du nicht, Zoppo? Ja, da muss ich dir recht geben, Gretel. Außerdem ist es hier schön entspannend. Nach unserer aufregenden Zeitreise darf es für den restlichen Tag etwas ruhiger sein. Die Zeitreise war zwar schön, aber so schnell brauche ich das nicht wieder. Weder in die Vergangenheit noch in die Zukunft zu reisen. So sehe ich das auch, Zoppo. Es ist ja glücklicherweise nichts passiert, aber es hätte was passieren können. Zeitreisen sind ja nicht risikofrei. Aber weißt du, was das Schönste an der Zeitreise war? Nee, was denn? Dass die Zeitreise mit dir zusammen war. Danke, Gretel. Das hast du jetzt aber lieb gesagt. Ich fand es aber auch schön mit dir zusammen, mein Schatz. Los, Cordi, du musst schon nicht laufen und darfst dich an meinem Arm festhalten. Da musst du wenigstens gut riechen können. Wo sind die Wichtel? Ich bin verwirrt von so. Gerade habe ich nur zwei Wichtel gerochen. Jetzt rieche ich mehr. Was ist, wenn alle Wichtel gefressen sind? Dann sind ja auch unschuldige Wichtel darunter. Kannst du da keinen Unterschied riechen? Nur ganz leicht. Na, dann gib dir gefälligst mehr Mühe. Wo müssen wir jetzt lang? Na dann los. Du Schatze, sag mal, bilde ich mir das nur ein? Oder riechst du das auch? Riechen? Was denn? Kannst du dich noch daran erinnern, wo wir mal im Duisburger Zoo waren? Das Affenhaus dort hat genauso gerochen. Willst du mir damit sagen, dass hier irgendwo in der Nähe ein Affe sein soll? Ich weiß, dass das etwas seltsam klingt, aber ja. Gretel, du kannst mir glauben, wenn ich dir sage, dass das außerhalb des Zoos sehr unwahrscheinlich ist. Wir sind hier im Schmidthorster Wald. Hier gibt es Vögel, Füchse, Eichhörnchen, aber garantiert keinen Affe! Was? Wo? Da drüben! Mit einem kleinen Krokodil am Arm. Die kommen direkt hier auf uns zu. Die sehen aber gar nicht nett aus, sondern eher gefährlich. Was sollen wir machen? Oh je, du hast recht. Und dann noch ein weißer Affe. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Ich habe mal von ihm gehört. Und wenn der das ist, den ich vermute, haben wir ein großes Problem. Ich muss einen großen Zauber ausüben, um uns zu retten. Aber so einen Zauber habe ich noch nie ausprobiert. Egal, mach einfach, bevor uns was passiert. Aber
dann ist nichts mehr so, wie es mal war. Jetzt mach schon, bitte, ich hab Angst. Nun gut, Magico, Transformio, Neoporter. So ein Mist, wir wurden erkannt. Anders kann ich mir dieses helle Licht nicht vorstellen. Wie sieht es mit dem Geruch aus, Crody? Ich habe den Geruch verloren. Unsere gesuchten Wichtel sind verschwunden. Verdammt! Dann lass uns zurück zur Waldlichtung gehen. Vielleicht sind unsere gesuchten Wichtel ja dort. Es gilt, so wenig wie möglich aufzufallen. Und da keine Wichtel zurzeit auf der Straße sind, sollten wir machen, dass wir auch wieder verschwinden. Brumm, was war denn hier gerade los? Durch die ganze Gegend hat sich ein großes helles Licht gezogen. Was war das bloß? Aber nanu, ich verspüre gerade eine Veränderung. Ich löse mich ja plötzlich auf. Na toll, dann wird ja wieder nichts aus meinem schönen langen Schlaf. Brumm. Und Crody, wie sieht es aus? Riechst du unsere gesuchten Wichtel jetzt besser? Nein, die sind wie vom Erdboden verschwunden. So ein Mist! Du sinnloses Krokodil! Aus dir sollte man lieber eine Handtasche machen. Selbst ein Krokodilshund wäre tauglicher als du. Aber wenn die Wichtel nicht hier sind, sind sie vielleicht wieder in die Zeit gereist. Weißt du denn wenigstens, wie sie aussahen? Kurz bevor das helle Licht auftrat, konnte ich ein Wichtelpärchen auf der Dorfstraße sehen. Der Mann sah aus wie ein Zauberer in einem blauen Gewand mit Spitzhut. Und die Frau trug eine grüne Mütze. Und dazu ein passendes grünes Kleid. Sehr gut. Na, wenigstens deine Augen funktionieren noch gut, im Gegensatz zu meinen. Wenn die beiden wieder eine Zeitreise gemacht haben sollten, könnten wir noch Glück haben, wenn wir zum Wichteldorf zurückkehren. Dort könnte sich noch Restenergie durch die Magie befinden. Damit heften wir uns an sie und verfolgen die beiden. Eine tolle Idee. Natürlich, die Idee ist ja auch von mir. Aber hey, was ist das denn? Ich habe plötzlich so ein komisches Gefühl. Ich auch. Hunger. Nein, nicht Hunger. Etwas anderes. Etwas Magisches. Na du, was ist denn jetzt passiert? Ich kann ja plötzlich besser riechen. Und meine Augen sehen auch besser als vorher. Und du? Du bist plötzlich um einiges größer als vorher. Stimmt, dann kann ich dich ja endlich mal meine Meinung sagen. Oder noch besser dir fressen. Dich fressen. Wie? Mir auch? Wie soll ich mir denn fressen? Nein, das heißt nicht dir und mir, sondern dich und mich. Das ist mich egal. Nein, das ist mir egal. Na, dann hatte ich doch richtig gesprochen. Dann kann ich dir doch jetzt fressen, wenn dich das egal ist. Crody, können wir da nicht nochmal drüber sprechen?
Deine spitzen Zähne machen mir Angst. Du hast mir lange genug schlecht behandelt. Jetzt ist Schluss damit. Jetzt fress ich dir. Ah, Hilfe! Nanu, wo bin ich denn hier auf einmal? Das sieht hier aber nicht mehr wie das Schmidt-Osterwald aus. Oh, was ist denn jetzt los? Ich fühle mich plötzlich wieder so seltsam. Hey, wie sehe ich denn plötzlich aus? Da ist ja ein Schnabel anstatt meiner Bärenschnauze. Und anstelle meiner Tatzen sind mir Krallen und Flügel gewachsen. Und die Flügel sind auch noch bunt. Dann müsste ich ja aussehen wie ein Papagei. Ist ja irre. Na, zumindest kann ich jetzt fliegen. Dann fliege ich jetzt auf ein hohes Regal und versuche da etwas zu schlafen. Na, das war ja jetzt mal was, Gretel. Wo sind wir denn hier? Gretel? Warum schaust du mich denn plötzlich so komisch an? Hab ich irgendwas im Gesicht? Ja, Zoppo. Einen großen gelben Schnabel. Aber das ist nicht das Einzige. Du siehst aus wie eine Krähe mit Spitzhut. Bitte was? Oh je. Ich sehe, ich habe ja Flügel. Dann stimmt also das, was du sagst. So ein Mist. Und jetzt? Nun, zumindest sind wir erstmal in Sicherheit. Du sagtest, du weißt wahrscheinlich, wer der weiße Affe ist? Ja, ein Jäger. Weiße Affen eignen sich hervorragend, um Jagd auf Zeitreisende zu machen. Ich dachte immer, das wären nur Schauermärchen. Aber jetzt haben wir den Salat. Wenigstens du hast dich nicht verändert und siehst noch ganz normal aus. Das freut mich. Nur ich schäme mich meines Aussehens wegen. Das musst du nicht. Ich liebe dich, egal wie du aussiehst. Außerdem können wir ja jetzt dank dir fliegen. Doch, das nur nebenbei. Wir sollten erst mal herausfinden, wo wir hier sind, welcher Ort und welche Zeit. Das stimmt. Oh, schau mal da drüben. Wer kommt denn da? Das ist doch ein Pinguin, oder? Nein, eine Krähe. Oder doch ein Rabe? Ach, keine Ahnung. Zumindest ist es jemand, der uns vielleicht weiterhelfen kann. Hey, Vetter, das ist ja eine Überraschung. Ich wusste gar nicht, dass du mich besuchen kommst, Pong. Warum hast du denn nicht geschrieben? Ist der Rest unserer Familie auch mitgekommen? Verzeihung, aber kennen wir uns? Natürlich, ich bin es doch, dein Vetter Ping. Und du bist mein Vetter Pong. Zoppo, der Vogel denkt, ihr seid hier miteinander verwandt, weil ihr euch so ähnlich seht. Ach so, ja, also Ping... Es freut mich, dass ich jemandem ähnlich sehe, den du magst. Aber ich heiße nicht Pong, sondern Zoppo. Na hör mal, ich werde doch wohl meine Familienmitglieder wiedererkennen. Besonders dich, wo man doch dieses berühmte Ballspiel mal nach uns beiden benannt hat. Ping-Pong. Lass ihn ruhig in dem Glauben, ihr werdet miteinander verwandt. Dann hilft er uns vielleicht eher. Also gut. Nun, Ping, wenn du drauf bestehst, heiße ich für dich halt Pong.
Und meine Begleitung hier ist meine geliebte Gretel. Kannst du uns vielleicht weiterhelfen? Wir mussten flüchten und wissen nicht, wo wir hier sind und wo wir hin sollen. Ein Wichtel und eine Krähe als Paar? Naja, wo die Liebe halt so hinfällt. Also, ihr seid hier im Schmidthorst. Genauer gesagt, im Kedumer Puppenfundus. Und wenn ihr wollt, könnt ihr erstmal mit zu mir. Mein Lager ist groß genug für uns alle. Danke, sehr gerne. Im Kedumer Puppenfundus sind wir also. Super. Und welches Jahr schreiben wir? Na, die Fragen werden ja immer lustiger. Wisst ihr es wirklich nicht? Wir schreiben das Jahr 2021. Dieses Jahr wird unser Marionettentheater 18 Jahre alt. Na, jetzt bin ich aber sprachlos. Dann komm erstmal einmal zu mir und sammelt neue Energie. Gute Idee. Nanu? Was ist das denn plötzlich? Zoppo, warst du das? Entschuldige bitte. Ja, das ist wegen meinem Schnupfen. Solange ich den habe, kann ich nicht richtig zaubern. Der Zauber, der mich verwandelt und uns hier hingebracht hat, war so mächtig, dass ich mich vor Erschöpfung erkältet habe. Da müssen wir jetzt erstmal warten, bis der Schnupfen weg ist. Na, dann wird zumindest nicht langweilig. Ich wusste gar nicht, dass du mittlerweile auch zaubern kannst, Pong. Dann wollen wir jetzt zu meinem Lager, in Ordnung? Dort kann sich Gretel auch von ihren bunten Blumenpracht befreien. Folgt mir! Die Blumenpracht nehme ich mir jetzt schon ab. Ich bin ja schließlich keine Blumenranke. Da bin ich endlich wieder im Wichteldorf. Ich spüre noch etwas Restenergie. Hervorragend. Dann kann ich ja die zwei Wichtel verfolgen. Und wenn ich sie habe, werde ich sie genüsslich fressen. Na dann mal los. Fonso wollte ohne mir die beiden Wichtel fangen und fressen. Dieser Egoist! Aber dafür werde ich ihn verfolgen und fressen. Mal sehen, wer von uns beiden als erstes fressen kann. Denn so wie sich Fonso an die Restenergie der Wichtel gehängt hat, so hänge ich mich an die Restenergie von Fonso. Nanu, was stinkt denn hier so sehr? Eine Mischung aus Schwefel und Affenschweiß. Igitt! Da rieche ich lieber an Blumen. Ob hier wohl gezaubert wurde? Anscheinend. Das würde auch die hellen Lichter erklären. Ich bin jetzt nochmal rausgeflogen in der Hoffnung, nochmal etwas zu sehen.
aber da komm ich wohl zu spät. Alles vorbei. Schade. Na, dann gehe ich wieder nach Hause. In der Hoffnung, dass mein Zuhause noch nicht zerstört wurde. Und wenn mich einer der anderen Wichtel fragt, oder Feen fragt, was hier passiert ist, werde ich sagen, hier wurde schlecht gezaubert. Erst sind Gretel und Zoppo verschwunden und dann tauchten auch noch ein Affe und sein kleines Krokodil auf dessen Arm hier auf und verwüsteten alles. Schrecklich!